Yo, was geht, Chocos? Gang hier! Gang. Back mit einem neuen Video. Aber bevor wir anfangen, kommt in unseren Discord rein. Der Link ist down below. Abonniert uns auf Twitch. Macht die 192k auf YouTube voll. Yeshoski! Wir sind back. Road to 200k, würde ich sagen. Ja, Mann. Step by step. 92, 93, 94, 95, 96. Wir selber. We moving. Auf jeden Fall. Kommt in unsere Channels rein. Kommt in unser Discord. Abonniert uns auf Twitch. Wenn die 500 voll sind, kommt der erste Stream. Also, ran an die Arbeit. Geht aus. Gang. Wow. Yo, was geht, Gang hier? Gang. Mit einem neuen Video, back mit einer neuen Reaction. Ist ein bisschen heiß in Deutschland. Die eine Seite disst diese Seite, dann kommt noch eine Seite. Und dann wird noch eine Seite gedisst und dann kommt noch eine Seite. Heute haben wir den Bruder Tranquil dabei. Der hat extra angefragt, um dabei zu sein. Oh ja. Und natürlich. Geil. Natürlich nehmen wir jede Einladung an. Ja, wir starten direkt rein. Wie viele ja wissen, Boondock hat Sam Payne gedisst auf seinem Album Kult. In seinem Song War er Beste. Fangen direkt damit an. Da hat doch alles angefangen, oder? Ja, da hat alles angefangen. Das war der Start. Deichmann will ich nie mein Gesicht geben. Weil ich sag so, wenn Deichmann mir 500k gibt, Bruder, I'm doing everything the same. Bruder, wir haben alle damals Deichmann-Schuhe getragen. Bruder. 100%. Bro. Victory. Victoria Schuhe. 100 Euro an den, der noch nie Victory oder Fila-Schuhe getragen hat. So, Bruder. Bro. Das ist ganz doch, Bruder, einfach. Deichmann hat Legacy mit uns. Ja, Deichmann ist riesig. Oh. So. Ich bitte dich. Na, aber ey, in dem Song hat er hier so einen Rundumschlag gemacht. Der hat ja auch diese 01019 oder wie Jungs, ja, wie die heißen. Wie meint er damit? Das, oder? Sind diese Jungs, die haben so einen Song gemacht, da haben sie erst Durstlöscher. Ich glaube, das sind die, ja, Durstlöscher. Ach so, ja. So. Ist ein bisschen viral gegangen vor EM, glaube ich, ne? So, ja, die, ja, sind so, diese, ich hab Sommerzeit. Auch, ich hab die mal auf einem Festival gesehen, sind die da aufgetreten. Die haben schon eine geile Fanbase. Ja. Also ja, sind schon big. Also machen schon cool. Also in deren Metebo, die halt drin sind, ne, ist cool. Sind die schon cool unterwegs. Aber ich denke, also der hat da halt einfach mal ausgeholt und hat einfach gerade alle so reingezogen und hat einfach auf die Reaction so gewartet. Dann gewartet, ne? Ob was so kommt oder ob nichts kommt. Ey, so, ich sag mal so, ist ein geiler Move, ich, ne? Album kommt raus, disst noch ein paar Leute auf den Album so. Und vor allem die der gedisst hat, das sind ja nicht so Straßenrapper jetzt so, ne? Die sind so mehr im Mainstream drin, so ist ein Pain. So, das ist ja diese New Wave so. Und ja,
sehe ich sportlich bis jetzt noch so. Bis jetzt ist es okay, ist sportlich. Aber dieses, ich würde Deichmann, Bro, das ist ein bisschen Cap für mich, Bro, weil. Bro, ja. Wir haben alle Deichmann. Okay, ja, ich, Bruder, ich aber ein bisschen das Ding ist, sagt, das Ding ist. Oder wenn 500k Deichmann dir sagt, machst du oder machst du nicht? Man weiß ja nicht, was Leben von Bro, das Ding ist. Das Ding ist, wir gucken ja, es geht ja gleich weiter. Ja, dann kommen wir auf diese Deichmann-Thema nochmal zurück. Ja. Aber ich sag so, ey, meine Mama war Deichmann, die war Stammkundin da. Ich hab viel Deichmann-Schuhe. Oh, ich hab damals meine Fußballschuhe. So, alles. Fußballschuhe, Bruder. Alles. Alles. Ja, ja. Draußen. Die Gefühle kommen hoch. Ich werd emotional. Let's go. Mein Deichmann-Deal ist ein Album-Vorschuss plus zwei Optionen. Wir holen den ganzen Kuchen hier, eine Scheibe Brot. Wo ist der Druck, wenn du rappst, willst du Luft von mir? Ich weiß, er würde töten für ne Hook von mir. Ihr redet über Gang, doch seid räudig. Dein Manager geiert auf deinen Bruder seine Freundin. Gute Noten bringt die Einsen auf mein Zeugnis. Bitte, ich bin schon Fame, seid The Voice Kids. Was für Gangsteins, was soll an euch Gang sein? Rappst du grad oder läuft hier ein Hentai? Ich bin Entheiß, warte bis das Champ knallt. Und jeder von den Produzenten Zwillingen fängt zwei. Auf diesen Track wollen wir keinen Frieden machen. Nein. Du bist ein Hurensohn wie Friedel. Sam, wieso musst du wieder fünf fliegen lassen? Ich kaufe für Mama und Shirin Taschen. Bruder, kannst du nicht mal Pause machen? Ja, aber. Guck mal, Alexis Troy. Guck mal auf den Diamantstein. Cardi's Cock an deinen Lippen, komm, schieb ihn ganz rein. Ich bin auf Partys mit dem Typ von Rack City, Bitch. Ich bin auf Partys mit OGs, mit dem Fick hier nicht. Keiner glaubt, das wäre ein Gangfilm. Ich lieg wach in mein Bett und bitte free angeln. Ey, das ist doch ein Diss komplett gegen ihn, oder? Komplett. Ja, Bruder. So, komplett. Aber da kicken das die ja auch hoch und so. Ja. Ja. Ein kompletter Diss. Ja, so, wer von euch ist Gang? So, also, ich finde, der bezieht ja komplett alles nur auf Boonda. Ja, ja, richtig. Ja, ja. So, aber und er will auch nur ihn. Ja, ja. Und bei Young St. Paul ist es jetzt noch so unschließlich. Okay, wie meint er jetzt so mit ey, Hur und so? Ja, ja. So. Aber man weiß ja indirekt ja gar nicht, wen der meint. Ja. Oder wen der nicht meint. Weil ich glaube, Young St. Paul, nee, aber okay, Young St. Paul, stimmt. Ich glaube, der ist einfach so auf den Song draufgegangen. So, weißt du, wie ich hat meine? Einfach mitgebettelt, einfach so. Und Boondock hat das in den falschen Hals gekriegt und dann kam die nächste Runde, ne? Okay, ich check den Aufbau jetzt. Also ich sag mal so, das starke Eichig, ja. Der Song ist cool. Ich sag dir, der ist cool. Sehr, sehr stark. Für so ein Diss, oder ist schon hitmäßig, ja? Auf jeden Fall. Okay, da, jetzt ist... Jetzt kommt die Antwort, ja. Me, brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down. Just cause you don't like the way another nigga talk. Was für Fotzen ihr seid. Erste Bulle ging ins Herz und mit der zweiten deinen Jenseits. Bei euch gibt's harte Lines, nur dann, wenn ihr gerade am Ziehen seid. Und wenn ihr mit Abusern fickt, frage ich mich, ob das Teamgeist ist. Guck, dass du wieder eine Team reinspritzt. Jetzt hält dich jeder für die Bitch, die du auch bist. Der erste deutsche Rapper, der sich mit nem Diss-Track selber fickt. Und weil du besser weißt als ich, dass du nichts kannst, holst du dir noch ne Pussy. Ich wollte das regeln, Mann zu Mann, das mir zu softe Pussy. Bevor sich Water eine Fang schickt, bin ich knock du Pussy. Ich weiß, das war nicht so gemeint, das kommt vom Stoff, du Pussy. Kleiner Chucky. Der kleine Pauli in mein DM sagt, ich meine dich mit Hurensohn. Ja, ich meine dich, du Hurensohn, hast nichts damit zu tun. Geh weiter schreiben viel und lass die großen Player spielen. Denn wenn ich schieße, dann ins Ziel. Du fickst gerade mit einem Assassin, du Junkie. Sagst du, wer Spieler, du bist ein mieser Bunky. Und wenn das Deutschrap ist, bleib ich lieber Anzi. Lass lieber nicht über den Temposong reden. Denn jedes Mal, wenn jemand streamt, musst du Prozente abgeben. Nigga, ich fick deine Karriere, das Agaven dick Saft. Den kleinen Pauli hört man nur, wenn er gerade Samuels dick sagt. Behalt die Augen auf der Uhr, denn deine Zeit macht Tick-Tack. Und jeder fragt, woher du kommst. Komm, ich erklär euch fix was. Samuel hat dein Vater und sein Vater die Connections. Und durch die kam dein Vertrag. Genau das wollte man verstecken. Hättest du besser nichts gesagt, dann gäbe es heute kein Entsetzen. Doch jetzt schaufel ich dein Grab und dann wird jeder dich vergessen, Pussy. Fick Fotzen, get money. Fick Fotzen, get money. Fick Fotzen, get money, nigga. Guck mal, dieser Diss-Track war sehr, sehr persönlich, aber. Ja, Bro. Ja, aber also, Bro, guck war, mal, das war extra für ihn. Aber er sagt ja auch, Young St. Paul schreibt den in den DMs, ey, du warst nicht mit Touren so gemeint, aber da war es schon zu spät. Ja. Das war jetzt schon die Antwort. Der hat dieses Ding mit Deichmann gehört, ja. St. Paul kommt dir direkt rein, der ballert dir gegen den. Richtig. Und dann kommt Young St. Paul rein. So, liebe Grüße auch an der Stelle, ich kenne den Bruder schon sehr lange, ist ein begnadeter Künstler, meiner Meinung nach. So, aber. Ey, sag dir so, wenn ich in so einer Situation bin, ich würde das auch falsch verstehen. Ja, hundertprozentig. Ja, aber also das für ist mich, ja ein Diss-Track, ne? Für mich, so, ja, auch als Außenstehender war das komplett auf Boondock bezogen, weißt du? So, weißt du, so, ich finde das... Also da gibt es für mich nichts anderes zu verstehen, so. wenn man als neutraler Mensch guckt oder auch von seiner, von Boondock-Seite, weißt du, wie ich meine? Ja, hundertprozentig, also hundertprozentig, ich hätte das echt jetzt so, das ist jetzt von meiner Warte aus, ich hätte das wirklich, weil ich weiß, ey, ich habe die angegriffen,
Also ich habe damit angefangen. Mhm. Jetzt kontern die mich, es fällt aber in diesem also in dem Song, wo die mich kontern, fällt Hurensohn. So, okay. Das ist das H-Wort, ist immer ein starkes Wort. Ja, ja, ja. Und guck mal, was für ein Beat der Bruder ausgepackt hat und gesagt hat, okay, der hat sich hingesetzt. So. Ja, so, ja. Der hat sich ja, hingesetzt klar. Und hat losgelegt. Ja. Das, aber das ist geil. So. Ey, guck mal, kann auch sein, dass es aber wirklich so Missverständnisse waren und dann ist es so ein bisschen unnötig, ja, dass dieses ja. Wort gefallen ist und so. Das könnten die vielleicht so easy aus der aber Welt schaffen. Aber ich sag mal so, wenn du auch weißt, also ich sag mal so, wenn du weißt, dass du einen Diss-Track schreibst gegenüber einer anderen Person, dann weißt du ja auch ungefähr, welche Wörter du auch wählen kannst, weißt du? Ja. So, deswegen denke ich mir so, auch das H-Wort muss nicht fallen, wenn es nicht fallen muss, weißt du? In dem Sinne. Ja, 100%. Ja. So, die können es ja sportlich lassen, sich persönlich angreifen, so. Also ich bin so ein Typ, ich sag, boah, wenn ihr euch disst, es gibt, für mich gibt's halt so Sachen, wo man sagt, so geht unter die Gürtellinie oder so, bro, wenn du jemanden disst, Bruder, dann geh entweder all out oder geh nicht, weißt du, was ich meine? Weil so, am Ende des Tages, Bruder, wenn ich dich disse, Bruder, dann will ich dich komplett auseinandernehmen. Ja. Am besten so, dass keine Antwort von dir mehr kommt. Ja, das ist das Beste, Bruder. Das weil dann so, hab ich dich mundtot gemacht. Ja, das ist, aber da müssten die halt auch dieses Künstler-Mindset haben, okay, ey, das ist Kunst, wir gehen ins Studio, wir betteln uns jetzt halt einfach so. Weil jetzt so, du hast ja gesehen im Laufe, so ja, die Leute haben es persönlich genommen. Ja, das ist ja schon persönlich gestartet. Ja, die Leute haben es persönlich das genommen, so, ey, wie du disst meine Mutter und so. Weißt du, crazy, also, ja, das ist echt, also, so jetzt, ich habe das vorher so oberflächlich so mitverfolgt, so, ne? Aber jetzt so, ich check, okay, ey. Die ganze Sache erst bei dem Sam Payne. Ja, bei Sam Payne jetzt gerade habe ich so mehr gecheckt, okay, ey, bei denen, von deren Seite aus, ja, als erstes dieses Ding gekommen, dass er so hart darauf reagiert hat, weil Wunder kam hart. Ja. Also, boah, das war schon. Das war geisteskrank. Ja, der Bruder kam hart. Das ist also, ich weiß nicht, das ist echt crazy, ja. Aber geht auch ja noch weiter. Das, das war sehr persönlich, ja. Ja, das war 100% persönlich. Das mit Sam Payne und so, weißt du, sein Werdegang, das auch schon ein bisschen. Weißt du, diskreditiert, würde ich behaupten, ja. Ja, das so ist dieses, so, ist, du musst gar nicht da, arbeiten, weil... Der ist nur da, weil sein Vater irgendjemanden kennt, verstehst du, ja, was Mann. Ich meine? Sonst wärst du niemals da, wo du bist, auch wenn ich... Woher kommt der eigentlich? Weiß ich nicht, ja. Ich Berlin, weiß nur... Berlin? Ich weiß nur... Also ich weiß halt, weil ich ein bisschen, sag ich mal, in diese Materie reingegangen bin, also Bundok sagt, dass sein Dad ihn sozusagen Connections gemacht hat, weil ich glaube, beide seine Eltern von... Beide Eltern von Sam Payne sind Zahnärzte, weißt du? Und von entweder seiner Mama oder seinem Dad, einer von den beiden hat einen Patienten, der ist ein A&R bei Sony. Und mäßig dadurch ist dieses zustande gekommen. Aber wie weit muss das gehen, Bruder, dass ich von meinem Zahnarzt den Sohn unter Vertrag nehme? Weißt du, was ich meine? Das ist... Ich würde das aber nicht tun, spielt Talent gar keine Rolle. Aber der schreibt doch selber. Dann. Aber muss doch er ist gut. Sein. Also er macht den coolen Move. Sam Payne? Ja. Also ich hab ihn gehört, da hatte der 40.000 Euro oder so. So, aber er macht ja coole Mucke. Deswegen ja. Deswegen er macht ja cool. Also, sein Vater hat einfach an seinen Sohn geglaubt. So. Das ist, als ob dein Dad dich mit zum Fußball begleitet. Oder wenn Sony nicht an Dinge geglaubt hätte, dann wäre er auch nicht. Weißt du, hätte der niemals gesigned, würde ich auch behaupten. Ach so, ich denke, der geht gar nicht darauf ein, dass er nicht. Also, dass er Dinge schreibt, der meint St. Paul, aber dass St. Paul für jemand anderen schreibt. Checkst du? Ja, ich meine auch. Und hier ist Sam Payne. Die beiden schreiben selber, soweit ich weiß. Sam Payne, also Young St. Paul sowieso, der ist krasser Writer. Und Sam Payne, so Bruder, der war doch mal bei The Voice of The Voice Kids. Ja, der hat ja gesagt, ich bin so Fame seit The Voice Kids. Ja, Bro, guck mal, und das ist so, das ist ja The Voice Kids, das heißt so, deine Eltern unterstützen dich so von Anfang an so dabei. Das heißt, der Vater hat immer an den geglaubt und hat die Situation einfach ausgenutzt. So, und zum Positiven hat für seinen Sohn, ich habe einen Patienten, was machst du denn beruflich? Irgendwann wird man ja warm miteinander. Ja, mein Sohn macht auch Musik. Ja, lass mal hören, zeig mal und so. Und wenn dann, ist cool. So, weißt du, ich meine, hat es cool. Und das ist die einfach, Zahlen zeigen es ja auch. Ja, funktioniert ja. Einfach ein Dad, der an sein Kind geglaubt hat und die Chance gesehen hat und die ergriffen hat, Bruder. So an sich, daran ist nichts falsch. Ja, deswegen sag ich ja, wenn Sam Payne nicht so talentiert wäre, glaube ich auch nicht, dass der so weit gekommen wäre. Ja. Weißt du, wie ich meine? Weil ein bisschen Talent muss schon sein, weil so Labels 100%. Wie Sony und so sein ich ja nicht, wenn du einfach grottenschlecht bist, weißt du? Und nur wegen Connection. Ja, die müssen ja wirklich Geld aus dir ziehen können. Egal, es gibt noch eine weitere Antwort. Es gibt noch eine Antwort, ja. Und ich wollte schon immer was mit dir machen, deswegen, wenn du da am Start wärst, wär schon Baba. Und ich will unbedingt was mit dir machen, weil es gibt nicht so viele Leute, die halt auch auf diesen Beats und so, weißt du, so flow können und so rappen können, so. Ich
Sam soll weiter GmbHs gründen. Aber jetzt ist eine Sache zwischen dir und mir, Booni. Nur damit ihr versteht, ha, ich battle hier meinen allergrößten Fan. Ich battle hier gerade ein paar Kakerlaken, die sich Löwen nennen. Lasst uns ins Gesicht und dann disst du aus dem nix laufender Meter, wo ich herkomme, nennen wir sowas eine Bitch. Nennst meine Mutter eine Hure. Shit, was hast du dir da eingebrockt? Eine Frau, die zwei Kinder alleine großzog mit zwei Jobs. Deine versifften Assi-Eltern sind safe stolz auf dich. Tut mir jetzt schon leid, aber das wirst du noch bereuen. Habib ist Sam ficken für ein Deichmann-Deal. Wieso seh ich dich auf nem Snipes-Plakat? Snipes gehört doch Deichmann, hä? Ist das nicht das gleiche Bra? Jemand dafür haten, seine ganze Fans satt zu machen, ist genauso ehrenlos wie anderen ihr Hack zu schnappen. Gab dir von ihr Omas Erbe 15k, doch du gehst nicht ans Telefon, wenn's drum geht, es zurückzuzahlen. Gib der armen Frau doch ihr Geld, gib sich im Internet als Macher, was ne traurige Welt. Man merkt, es geht dir nicht um Brand Deals. Den kleinen Booni macht es krank, dass ein Junge, der auf seiner Stufe war, Geld sieht. Du bist ein verbitterter Depri, der gegen alles und jeden hatet. Stopp mal das Recording, kannst du kurz eine legen, Baby? Klar, Pauli, kein Problem, dann bist du endlich fertig. Ficke und Pest, ihr per Rachen, fick ihr Herpes. Ihr seid widerliche und perverse, keine G's. Und das hab ich nicht erfunden, weiß die ganze Industrie. Warte mal, heute ist dein Zahltag. Ich bring dir Respekt bei, ich fühl mich wie dein Vater. Das hier wird ein Homerun, ich fühle mich wie Tony Stark. Booni ist ein Player-Hater, der euch dann auf Holy macht. Direkt nach dem Diss, mein Handy klingelt, das ist ein Zwilling. Paul, willst du mich wirklich schlagen? Ja, du Missgeburt, jetzt will ich. Hör mal bitte auf zu bellen, auf X, du peinlicher Corona-Leugner. Junge, ich bin grober Deutscher unter meinem Pullover Feuer. Ein Tag nach dem Diss, ich sitz in eurem Studio mit euren Chefs und ich lache drüber, dass ihr Hunde kläfft. Ich bin ein Junkie, wundert euch jetzt, dass ich mache, was ich rap. Ach, ich hatte schon vergessen, alles, was ihr sagt, ist Cap. Hey, Paul, was geht ab, Baby? Ich kenn deine Fresse, Baby. Yeah. Let's do some music, Baby. Boah, er hat Bruno gedissen, am Ende noch Tilo mitgenommen. Und ey, ich sag dir ehrlich, Paul hat abgerissen. Oder das ist komplett. Geil. Der hat abgerissen. Oder von Anfang bis Ende, Geist. Der hat abgerissen. Boah. Komplett. So, der hat abgerissen, so. Und da. Paar Lines waren schon ein bisschen hype, ja. Ja, Bruder, der Paar Lines waren ein bisschen hype, ja. Das Ding ist, man kann bei Inside nicht Pause drücken. Ich wollte ein paar Mal so weißt einfach du, Bro, so klarkommen, Bruder. Das ist crazy, Bro. Das ist schon hart, so. Und, ich bin auf die Antwort auf diesen Diss gespannt. Ja, so. Also, wenn eine Antwort kommt. Bruder, ich sag dir so, wie es ist. Ich hätte mich hingesetzt. Aber es kam doch eine Antwort, oder? Ja, aber die wurde runtergenommen. Ja, ja, richtig. Die wurde ja runtergenommen. Aber, ey, ich sagte, Bundog muss sich hinsetzen. Ich würde da anrufen, wo der herkommt. Ich würde leicht noch seinen Keller rausziehen. Ich würde mir so wirklich ein, zwei Wochen Zeit nehmen. 100%ig, ne? Und danach so den komplett auseinander. Ja, ja. Ja, Bruder, weil das ist. Ich hab nicht mal. Nein, der Track war Bruder, von Anfang bis Ende. Bruder, erstmal diese Memo mit. So, ja, ich will mit dir Musik machen, du bist krass und so, dies, das. Und diese Deichmann-Sache. Okay, aber ey, Boondock hat das in seinem Part auch gesagt, so, ey, ich hab euch mal gefeiert. Gefeiert, richtig. So, weißt du, er gibt den schon so. Ey, ich hab euch gefeiert, aber für Geld, ja, ihr habt euch verkauft. So. Ihr seid nicht mehr so. Ihr seid nicht mehr so. Wie ich das gewollt habe, so. Wie ich euch gefeiert habe. Ja, diese Deichmann-Sache. Okay, aber trotzdem, er hat damit verteilt, Bruder. Ja, Bruder, und diese Snipes, Deichmann, eine Gruppe und du sagst Deichmann so, aber du machst Snipes, Bruder. Ich will Deichmann was machen. Das ist ein bisschen Ei, da bist du auch mal Snipes. Das ist ein bisschen Ei, Bruder. Also. Aber wie ist denn dieser Deichmann? Muss der nur Deichmann-Schuhe tragen jetzt? Oder wie läuft das? Das war einfach so, ich hab das bei TikTok einfach Puma. Bruder, Deichmann hat auch Markensachen. Ja. Die haben auch so Puma. Ja, Bruder. Ist nicht so Victory. Ableveln, weißt du, ich meine. Bro, aber das heißt so doch nicht, weil du eine Werbung für Deichmann machst, dass du jetzt also Deichmann kommst. Werbung, kein Ja, Bro, das war Werbung. Ich meine, der hat Geld dafür bekommen, dass er Werbung macht. Guck mal, der Sponsor. So. Nee, der Sven hat doch eine junge Fanbase. Und für Deichmann ist ja. Die sind auch auf TikTok voll aktiv. So. Ja, Deichmann, oder. Leute. Und, ja, und für die war das halt einfach, ey, die Zielgruppe zu erreichen. Ja. So. Die er halt mit seiner Mucke erreicht und richtig. So. Und vielleicht macht er mit seiner Coolness, die er gerade hat, so für die Deichmann Jugendliche, auch so Deichmann cool. Auch nochmal ja, so. Weil jetzt, cool. Bruder, richtig. Wer trägt Deichmann, Bro? Ja, Bruder. So die haben ja nicht mal eine eigene Brand. Das ist, ich wollte gerade sagen, Deichmann ja, oder so. Das ist, man geht da einfach ungern kaufen am Ende ja. Des Tages. Weißt ja. Du, wie ich weil meine? Diese Deichmann ist diese, wo du klein warst, deine Eltern haben dir diese Victory Feelers geholt. So. Oder Memphis One, das sind so Schuhe, die willst du eigentlich nicht mehr tragen. Keine Nike Mercurial holen, Bruder, musst ja. Du diese oder Abklatsch. Deichmann hat ja so auch Schuhe so von Nike und so, aber halt nicht diese Schuhe von Nike und so, die du zum Beispiel bei Footlocker oder Snipes kriegst, wie Air Force One und so, die haben so deren eigene Version mäßig davon. Und das ist halt einfach so, denkst du dir, ja, will ich jetzt nicht unbedingt tragen, weißt du? Wie gesagt. Es gab ja zwei Antworten, einen von Boondock und einmal einen von Yamu Fasa, ne? Von, ja, in diese zweite Part, der runtergenommen ist, wurde ja... Und ja noch mehr Leute gedisst, außer St. Paul und St. Das geht hier, ehrlich, also ich weiß gar nicht mehr so,
Teilweise weiß ich gar nicht mehr, wer wen haben die ist. Haben die eigentlich alle so ein persönliches Problem oder ist es halt einfach weiß so? Ich, ja, die, also die kennen sich ja aber alles schon so, ne? Ja, ja, so, ja, die haben ja bestimmt abgehangen miteinander und dann siehst du ja, bei den einen ist ein bisschen schneller vorangegangen, bei den anderen so. So. Der Paul sagt ja auch, ey, bist nur neidisch und so, weil einer, der mit dir gleichgestellt war, jetzt yes, auf einmal ja, Big ja. Money macht und so. Richtig. Ja, Bruder, also Paul, nochmal liebe Grüße, Bruder. Sag mal so, das war Pauls Diss am Boondock, so, wenn Boondock ihn zurückdisst, so, dann ist so, aber jetzt gerade für mich meiner Meinung nach 1-0. Ja. Bruder, wollte gerade sagen. Das ist eigentlich, Bruder, Handicap sogar, Bro. Ja, also. Bruder, ist wie bei Tipico Handicap-Wette, Bro, weil der, Bro. Bruder, wenn du das einfach objektiv betrachtest, Bruder, der hat den kurz gegessen, Bro. Ja, Bruder, Paul ist aber auch. Das ist crazy, Bruder. Guck mal, Bruder, ist Boondock überhaupt richtig auf Paul auch eingegangen? Ja, er hat doch, er hat Paul ja das H-Wort genannt, Bro. Aber nur das, nicht den ganzen Track über den, weißt du, ich meine? Ja, das muss er aber, weißt du, ja, der Boondock. Ja, kann man erst sagen. Aber steht ja, da, darum sag ich, ja, jetzt steht es gerade ein. Jetzt steht es gerade ein. Boondock muss jetzt auf jeden Fall sich hinsetzen, Anrufe machen, da wo der herkommt, alles aus dem Keller rausholen, alles und dann loslegen. Alles rausholen. Aber das ist gut. Ich finde diesen musikalischen Schlagabtausch. Ja, weißt du, das ist cool so. Solange das auch musikalisch richtig bleibt, ist alles okay. Richtig. So. Leute, ist bisschen, eh ein bisschen langweilig. Weißt du, ein bisschen deswegen, Action, das so frischer Wind. Und das ist ja die neue Generation. Richtig. Und da gab es ja das noch nicht so. Richtig. Weil jetzt die ganzen Beefs hier verfolgt, so ihr wisst selber, TikTok, oder jetzt sind Twitcher. Da sind Leute am Ansagen verteilt. Oder das ist so. Das ist doch nicht Beef. Das, Bro, das ist so. Das ist jede Woche. Du musst mal überlegen, so. Es ist bei denen wie Arbeit geworden. Am Montag siehst du, der greift den einen an, Dienstag den anderen. So wirklich jeden Tag haben die Leute Streit richtig mit anderen Menschen. Richtig. So, da ist ja gar nichts mehr musikalisch oder mehr so. So ist nicht wie PA Sports macht jetzt einfach so 150 Bars und so sieben und nimmt den komplett sieben richtig Minuten komplett nur auseinander, dich auseinander, Bruder. Oder sowas wie so Leben und Tod des Kenneth Glöckler gibt's nicht oder mehr. Oder nein, mein Bruder. Für mich sowieso der beste Diss aller Zeiten. So können wir alle sagen, was sie wollen. Das war. Da bin ich komplett durchgedreht von Kool Savas das Urteil. Ehrlich? Ja, Bruder, das war ist. Für mich auch, wenn jetzt der Bruder ein bisschen gecancelt ist und so, aber Bruder, Leben und Tod ist Kenneth Glöcklers, Bruder. Ich hab das geguckt. Ja. Und danach hat zwei Wochen in Schule jeder darüber geredet, Bro. Weil deshalb bin ich noch das zur Schule gegangen. Ich hab Kool Savas noch nicht Echo so. Fresh, ne? Ja. Echo Fresh hat das geritet, ja, so. Bruder, darum ja, sagen Bruder, ja, darum Bruder, sagen, ja, Bruder. Darum sagen, das ist das, Bro, wenn du deine Texte nicht selber schreibst, ist Eib. Bruder. Darum sage ich, Echo war den krassesten, weil er hat ja auch, das Urteil ging ja an ihn. Und er hat ja dann Abrechnung an Kool Savas gemacht, mhm, und so. Der hat ja mit dem Goldfather gebettelt. So, der 30-Minuten-Song. Bruder, das ist schon Next Level, so gegen einen Kool Savas zu gehen. Aber und dann ja, für Bushido hat er das Ding geschrieben und das. das ja, ist ein Banger gewesen. Banger, Bruder. Das war. Man hat sich gefreut. Man hat so, boah, okay, man musste sich das Video nochmal angucken. Das war schon heftig. Ja. Naja, aber ich sag mal so, Boondock, an dich liebe Grüße, Bro. Du weißt, NRW, ne? NRW, ist NRW, der ja, Bruder. NRW, Liebe ist da. Immer da. So, Bruder, setz dich hin. So. Das Ding ist, der Bruder hat aber auch mit zu vielen Leuten gleichzeitig so. Gebiet. Hat der Boondock eine Crew? Also auch Jungs, die mit den eng so sind, weil ich verfolge ihn so, seine Mucke, aber jetzt so seine Storys, so was er postet. Und ich auch nicht so krass, ja, kann ich gar nicht so sagen. Ja, Bruder, dann ist das diese Beef eingestiegen, Bro. Dann ist das ein Appell an seine Jungs, die auch Mucke machen. Ey, es war ein Ding zwischen Boondock und St. Payne. Young St. Paul ist reingekommen, so. Wenn einer von euch sich einmischen will, kommt auch rein, so. So, weißt du schon. Ja, so. Kommt rein, so. Aber ja, das ist ja immer noch nicht das Ende. Tilo, weil der Bruder macht ja wie Sparta, Alter, der Boondock. Der wird so alle, einer gegen alle, so. So, so, mir ist so. Salam. Ja. Wie Drake, sagt er. Danach hat Boondock noch ein. Das Ende ist eh hier in diesem Video. Das Ende von dem Track. Hast du das? Hast du das? Ich hab deinen Diss schon gesehen, brauchst nicht löschen, ist zu spät. And just like that wurde mein Name gedroppt. Und ich hab gesagt, ich mach keinen Diss-Track, aber wenn du so kommst, kommt der blitzschnell. Ich würde dich niemals. Für Kontext, in diesem Diss, der heruntergenommen wird, hat er am Ende gesagt, er ist kein One-Hit-Runner wie. Ja, er wollte Mufasa sagen, aber dass dieses Kessler, wenn das die M, das ja, ist Bruder. Bruder. So, Bro. Einfach auch wieder so aus dem Nix. Und dann. Mein Sohn, nenn ich, lass Eltern raus. Doch dass du aus dem Ghetto kommst, glaubst du dir selber kaum. Egal. Komm, wir machen da eine Challenge draus. Zeig der Welt doch mal dein Elternhaus. Und zeig der Welt doch mal deinen Garten. Niggas machen hier den Harten und mussten noch nie auf Sozialleistungen warten. Ha.
noch nie schlafen ohne Zimmer. Du bist nicht Geld. Boah, einfach, du bist nicht von da. Bro, gesagt, jetzt können wir auch verstehen, dass er das mit Deichmann nicht versteht. So. Ja, ah, das macht Sinn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann man wenn verstehen. Wenn du nicht von Struggle, Struggle, verstehst du die Sache. Ja, okay, ich verstehe. Von da, weißt du, wie ich meine? Hut ab an seine Eltern, hat er für das, was sie erreicht haben und so. Aber so da, wo wir her halt kommen, so, er weiß es halt nicht so, ne? Ja, oder? Das ist dann so. Ist ja nicht schlimm, ist ja auch kein Disrespect. Oder dazu so. Musst du ja aber nicht. Aber musst, so. Musst du ja nicht, ist ja okay so. Wir arbeiten ja auch so, dass unsere Kinder später auch nicht diese Struggles richtig, haben. Ja, so. Richtig, ist okay. Richtig. Aber da hat Mufasa den halt einfach diese Straßenkredibilität jetzt einfach genommen. Ne? Komplett. Der hat ihn die einfach genommen. Komplett. Ja, oder? Du bist nicht von da. Der hat den Ding genommen. Du bist so nicht von da. Du hast keine Ahnung von Struggle. Ja, Bruder. Und wie easy der nur reinkommt. Zeig mal deine Haare, zeig mal deinen Garten. Ey, Bruder, dein Garten ist so groß wie meine Wohnung, Bruder. Das ist der Garten, Bruder. Und dann noch so ein auffälliges Haus, so, ne, gelb. So. Und ey, das ist das Radikalste, Bruder. Ey, im Fass auch liebe Grüße an dich, Bruder. Du hast einfach das Haus gelegt. Du hast einfach dein Haus gelegt! Du hast einfach dein Haus gelegt! Bruder, das ist ja wie bei Flair damals, diese Adresse, diese Willy Beider Promenade, so, wo jeder auf einmal wusste, wo der wohnt. Das Haus ist gelb, Bruder. Was? Das heißt, sie müssen ja nur checken, so aus welcher Google Stadt Maps, kommt der, Google Maps und so. Zack, zack. Okay, gelbes Haus, da. Es gibt sehr viele Detektive, Bruder, das geht ganz schnell. Oh, das Bruder, geht ganz schnell. Ey, wir leben in einer Zeit, Bruder. Das ist crazy, man. Das ist echt wild. Du bist maximal ein guter Künstler. Egal, zurück zum Thema. Redest Gang, doch du hast nichts gemacht. Nicht mal zwei große Brüder haben, hat dich hart gemacht. Band for Band? Digga, was du zeigst, egal, ich doppel das. Dein einziges Gang-Sign war auf paar Bildern mit mir Doppelacht. Und wer hat dich zu deinem Erfolg gebracht? Und wer hat dich zu Water und den Boys gebracht? Wer hat dich zu Deutschrap ran neu gebracht? Ich schwör, ich hab sogar dein Management zu euch gebracht. Du fragst nach Fade, als deine Homies bei mir Bella wollten. Erst als Rohat bei Surya war, waren sie für dich echte Freunde. Und davor haben wir noch gelacht über so welche Leute, die sich für Passades vor Fake-Humor-Rassisten beugen. Features für paar Millionen, ich hab das ohne dich geschafft. Ohne Soli wärst du immer noch bei 30k und ohne Blasen arbeitslos, deshalb hast du das. Das ist zu viel für mich, bisschen. Bro, das ist zu viel Evidence, Bruder. Bruder, das ist zu viel. Ey, das ist ehrlich zu viel Beweise, Bro. Zu viel, das ist das zu viel. Das sind Bilder, Bruder. Das ist zu viel. Bruder, der hat gerade das und der hat einfach gesagt, ja, ich hab dich gemacht. Ohne mich wärst du niemand. Ey, guck mal, Bruder, Mufasa ist ja schon, ich sagte so, auch in der Zeit, so 2021, 2022 war das so, da bin ich mit denen in Kontakt getreten, oder 20 sogar schon, da war der, der ist ja schon am Start gewesen, ja, so ja, weißt du, ja, ich weiß. Und Mufasa ist, so jetzt, ich check, Bruder, diese Bilder so, ey. Bruder, er hat das hier ein Fan gemacht. So, Bruder, ich hab dich, mitgenommen an die Hand, ich hab die Leute gezeigt, ich hab dich Deutsch mehr brandt. Das ist diese, ey, kennst du schon meinen Bruder? Ich hab dich aufgezogen, ich feature dich, ich bin gerade größer, ich feature dich. So, du bist in deiner Story und so, du bist nicht in deiner Ey, guck mal, jetzt mal Spaß beiseite, meinte nicht so, guck mal, das Album von dem Bruder ist jetzt im Oktober oder so gekommen, ne? Und der macht das jetzt einfach nur so, damit die Zahlen nochmal da hochgehen und so, weil, ey, ich check nicht, dass er ein Diss macht, dann Leute mit reinzieht und dann auf seine Antwort nochmal neue Leute reinzieht, obwohl er noch nicht mit den anderen fertig einfach ist. Nur, um Cloud zu ziehen. Kann sein. Ja, das kann auch sein. Ey, guck mal, ne, ganz objektiv betrachtet, boah, du hast ihn zu einem Hund gemacht. Bruder, der hätte auch einfach nur den Beat laufen lassen können und diese Bilder diese einblenden. Diese Bilder einblenden. Ja. Bruder, das sind Bilder, wir haben Zeit, vor 6 Jahren oder so. Hätte nicht mal was sagen müssen. Nix. Guck mal, ich verstehe einfach nicht, warum er das gesagt hat. Ihr könnt mir erzählen, was ihr das wollt. Das ist ja das Problem, Bro. Keiner weiß, warum er das gesagt hat. Weil wenn du weißt, dass
der Typ so viel Evidence gegen dich hat, Bruder. Das machst du nicht. Dann machst du das nicht. Ja. Plus, das hat ja eigentlich mit Sam Payne angefangen. Vielleicht bist du bei Young Mufasa, weißt du? Ja, ja, du hast noch voll viele Etappen gerade so. Das kommt Bruder, ja. Du musst eigentlich noch andere Leute antworten, bevor du auf. Ja, Bruder, das ist crazy shit, Bro. Ehrlich crazy. Geben uns das bis Ende und dann. Ey, Mann, Leute. Dein Cold-Throat-Tattoo gemacht. Wir können Hit vor Hit gehen, dann ist das Thema zugemacht. Ich war auf Street und was hast du gemacht? Und noch soft mit Influence und Stream und schlecht reden über Deals. Deine Eltern sind ja auch nicht darauf angewiesen. Ich bin auch immer neu wave wie ein Tsunami. Kleine Tropfen kommen höchstens bei Gewalt in deine Money Pants. Ich lass die wahren Fans grad erkennen, dass du ein Heuchler bist, denn du kommst nicht aus Garat, sondern Langenfeld. Booty! Mir ist ja wie nie dein Name. Diese Distrack Kacke ist nichts für mich. Okay. Langenfeld. Ich mal lang mal suchen, bevor du sein Haus findest. Gelbes Haus in Langenfeld, ich find den jetzt, Bro. Ich find den jetzt! Ah, aber, Bruder, schau, sehr. Ich sag dir, ja, ist Kacksituation für Boondock, ne? Bruder, er muss St. Paul antworten, er muss Mufasa antworten, er muss ja. Eigentlich müsste er auch noch St. Payne antworten, er muss noch zersägen. Also, er muss, ja. Also. Bruder, du musst drei Tracks machen, ne? Entweder oder du bist alle drei in einem Track, ja. Oder du machst für jeden einen Track. Bruder, der macht einen 3-Minuten-Song einfach. Und wird mit jedem eine Minute. So, wird mit jedem wirklich eine Minute. Eine Minute geben. Also aber ich sag so, wenn nichts kommt, ist ein. Ja, aber guck mal, dieser eine Diss wurde ja auch runtergeholt. So, keine Ahnung, ob die anderen das jetzt sperren lassen haben oder er ist selber runter. Was war der Grund, wisst ihr das? Wie lang ging der? War auch so, also kurz. 2 Minuten. Ja, aber der 2 Minuten ging der. Der kam aber auch direkt so. Das war so, glaube ich, so eine unüberlegte Aktion. Der kam, glaube ich, direkt einen Tag direkt nach Paulis. Ein paar so. Stunden sogar. Ja, das war so, glaube ich. Halbe Stunde später oder so kam der sogar, ja, glaube ich. Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell, ja. Ja, das war so, glaube ich, unüberlegt und dann hat er das runtergenommen und jetzt nimmt er sich die Zeit. Also angeblich wurde es ja gesperrt, ne, von Instagram wegen, keine Ahnung, Beleidigung, was auch immer. Oder der erste, also der, aber, ich habe den der gehört, erste der ist war doch jetzt viel schlimmer, der erste, oder der Fall, Verbuch und so und keine Ahnung. Und das wurde nicht gesperrt, oder? Deswegen. Nein, nein, nicht das, was. Der hat auf Instagram noch einen Diss-Track gegeben, aber der wurde dann runtergenommen. Oh ja, das ist schon. Bis jetzt, ne? Also, Deutschrap ist heated gerade, würde ich behaupten. Also, so muss das sein. Sollte es eigentlich auch sein, ja? Ein bisschen Action. Ja, ey, ist cool. Ich finde das auch richtig cool. Welchen District ihr am besten fandet? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Welchen District fandet ihr am besten? Young St. Paul. Ja. Aber Mufasa hat einfach so dead aus den... Boah, sag einfach wie. Das kann man gar nicht sagen, sonst wird man gesperrt oder so, oder? Bruder, wir müssen grün bleiben, ja. Wir müssen clean bleiben, Bruder. Der hat... crazy, man. Das ist... Die waren, das heißt ja, die haben ja History zusammen. Bro, die waren ja echt eng. Ja. Die waren so, eng. Aber so. Gucken so. Weißt du, ich meine, guck mal, wenn die so. Mufasa den überall hier mitgenommen. Du siehst die zusammen auf Festivals mit so, mit hier und da. Und dann plötzlich aus dem Guck Mix. Mal, Bruder, und du musst jetzt so überlegen: Mufasa hat ausgepackt, ne? Das heißt, Mufasa riskiert ja auch, ey, der hat ja bestimmt auch Sachen gegen mich und so, aber. Ja, kann theoretisch auch gegen mich auspacken. Er weiß bestimmt in seinem Kopf, ey, es ist nicht so krass wie das, was ich gegen ihn habe. Darum, er hat. Das ist, guck mal, wenn er schon so hart kommt mit der ersten Sache, dann will ich gar nicht wissen, wenn Boondock ihn antworten würde, was danach kommt, ne? Weil er müsste ja draufsetzen. Oder der Anfang sehr wahrscheinlich. Oder ein bisschen. Also echt wild, ja. Also, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welchen Track ihr am besten fandet. Ich glaube, vom Sound her kann man schon mit Sam Payne und Paul gehen. So vom Sound, weißt du, wie vom ich Sound, meine? Aber wenn man von Inhalt angeht, ist das vielleicht der krasseste, ja. Weil das ist. Es ist so viel Evidence und Bruder, dieses. Das. Ja, das Bruder. Bruder, auch kein Blabla, kein Plattformmund, Bruder, direkt der einfach. Hat getötet, ey, Boss Ipes, Boss Ipes. Bruder, der hat dieses H-Wort, Bruder, ganz anders formuliert, Bruder. So. Weißt du, wie ich meine? Der hat ihn getötet, Bruder, Bilder ausgepackt, Bruder, wirklich Histories. So, Leute, alleine, könnt sich das anhören. Hört euch auf jeden Fall den Song mal an, ja. Leute. Leute hier wissen von jetzt, wo du Jung Fasser. Gibt euch, falls es noch um ist, gibt euch das, ja. Ja, 100%, weil, ey, das ist, okay. Also ich freue mich jetzt auf, was als nächstes kommt. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Also ich hoffe, es geht weiter. Auch noch ein anderer. Vor allem, wäre cool, so, solange sportlich bleibt, ist so, cool. Aber wenn die Parteien auch sagen, hör mal zu, wir haben jetzt das gesagt, was wir sagen wollten und so, du bist so ein doof,
Der sagt, die sind doof und jeder von denen macht wieder weiter. Aber ich erwarte von Bundog okay. einfach noch was, weil ich finde, so, wenn du sowas anfängst, Bruder, musst du es zu Ende bringen. Weißt du, wie ich meine? Ja. So kannst du ja jetzt nicht als stiller Verlierer einfach gehen, verstehst du, was ich meine? Ne? Da muss doch noch was kommen. Muss doch noch was kommen, wenn du schon so gegen so viele Leute austeilst. Ja, Bruder, oder im Hintergrund sind die Leute, das schon am kleinen Management sind, am Anrufen. Ja, ey, wie ist das? So, so runter. Ey, lass so. Das. Gibt's auch immer, ja. Ja, so, das ist ein bisschen bitchig, finde ich, ja. Sollte nicht so sein, auf jeden Fall, ja. Aber ja, Language, aber ja, du hast recht. Ja, echt nee, Mann, das wäre cool. Darum habe ich vorher gefragt, ob Bundog hat auch ein Camp hat. Weil für mich wäre das dann voll interessant, sein Camp gegen deren Camp, weil das ist ja schon Camp-Arbeit, was Sam Payne und Young St. Paul machen. Die sind ja zusammen. Die haben Tag-Team gemacht und den Kurs genommen. Die haben Tag-Team gemacht. So die, so ich kann so der erste Bundog, nimmt den Bruder, da kommt Bundog, der geht der zweite nimmt den. So, und ich kann Bundog da an einer Seite Sache verstehen, so dieses, er sagt ja, ey, du schreibst im Privat, du hast mich mit dieser H-Wort nicht gemeint, aber gab es, hatten die vorher schon was oder warum kommst du überhaupt rein und dann droppst du diese H? So, ja, ist ja normal, dass der Boondog dann in seinem Diss, wo er gegeben hat, und da hat er auch zersägt, der Beat ist geil, Flow ist geil, Text ist geil, so hat er auch Hardcore gegeben und alle so, der hat H-Wort gesagt, so, weil beim ersten Ding von St. Payne und Young St. Paul ist das nicht so aufgepoppt, so. Es war einfach so, okay, eine coole Line und so, aber er hat es halt anders aufgenommen, hat das dann nochmal verarbeitet. Und wenn man jetzt so zurückhört, okay, ey, er hat einen Grund, so hart zu kommen. Richtig. Selbst wenn von Young St. Paul es wirklich nicht so gemeint war, hat er es halt so aufgenommen. Deswegen sage ich auch in Wundog-Situation kann ich total nachvollziehen. Das heißt, ich denke, Junge, weißt du, wie ich meine? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Auf einmal kommt das H-Wort aus dem Nix. Kennen wir uns? Kennst du mich? Weißt du, wie ich meine? So. Aber die hatten noch Vergangenheit anscheinend, ja, wenn doch Bruni den geschrieben hat. Ja, ja, definitiv, Bruder. Die haben alle irgendwie Vergangenheit miteinander. Was personal, bro. Ja, das ist deswegen, bei Runde 2 sind auch da, auf jeden Fall. So. Ich bin gespannt. Wir warten auf eine Antwort. Wir warten auf eine Antwort. Wenn eine Antwort kommt. Beef zwischen Young Mufasa, Boondog, Young St. Paul und Sam Payne. Sam Payne. Boah, wenn nicht eigentlich Tilo auch und ein bisschen Tilo, mit dabei. Ja, hey, ja, ja. Young St. Paul hat auch einfach random so einfach so Stilo mit dran. So. Machen die aber geil, die Jungs. Echt krass. Hallo oder nix, Bruder, jetzt. Ey, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. So, ey, solange das, wie gesagt, sportlich bleibt und die so nur so auf dieses Rap-Ebene sich beefen und jetzt nicht auf Twitch reingehen auch noch. Oder auf TikTok Live. Richtig. So, scheiß mal auf das, solange es musikalisch ist. Ich will keine Ansagen auf TikTok Live sehen. Die Musik soll einfach für sich sprechen, weißt du? Ja, ich will nicht diese Jawusse, diese will ich nicht sehen, Bruder. Bruder, das ist so anstrengend, TikTok. Ich guck mir das gar nicht mehr an. Nein, Bruder, ich bin da gar nicht drin. Ich guck mir das gar nicht mehr an. Ich bin mittlerweile auf Twitch rüber geswitcht. So. Ah, krass. Twitch ist Killer, sag ich dir ehrlich. Ich guck mir so Monte Black und so an. Ich bin da voll raus aus dieser Bubble. Weil es macht verrückt. Oder ich wüsste manchmal, dieser Kurt Ibo, kennst du den? Nein. Oder doch, ich kenn Kurt Ibo mit seinen Zitaten. Bruder, ich stell mir so an, wie kommt man auf sowas? Bruder. So weißt du, wie kommst Bruder, du auf sowas? Das ist Kokaschaden. TikTok ist dieses Kokaschaden. TikTok besucht dich nur, um Sachen hochzuleiten, wenn überhaupt. Ne? Ansonsten kein TikTok. Wir machen direkt Video Ende. Keiner weiß, was dieser Ding gesagt hat. Check alle unsere Links da, down below. Kommt unser Discord. Die Gang, kommentiert, liked, sharen. Schaltet die Glocke ein, ihr wisst selber. Road to 200k. Und er folgt allen Protagonisten, die in diesem Beef beteiligt sind. 100%. Damit ihr auch nichts verpasst. 100%. Ja, Mann. Ein paar Sachen nicht gehört. Ha 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 ha!